Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Starbound. Und bevor ich jetzt hier... Achso, und der Lukas ist auch dabei. Hallo. Ja, und bevor ich jetzt hier weitermache, wollte ich noch mal eben gucken, ob ich noch was anderes hier hinten habe, was ich übersehen habe, was ich noch schmelzen kann. Schmelze ich. Platinum. Auf jeden Fall möchte ich mal eine bessere Waffe eigentlich haben. Was haben wir denn da? Also, das ist dann wieder ein Block, da kann man wieder weitere Sachen rausbauen, nehme ich an. Zwei-Hand-Axt, damit auch Bäume fällen können. Im Moment haben wir 4 DPS, die hat mehr als doppelt so viel, schwingt genauso schnell und macht... Die nehmen wir mal, komm. Einfach mal, wozu rennen wir die ganze Zeit hier rum, wenn wir das nicht nutzen, ne? So, jetzt bin ich also wesentlich besser ausgestattet und jetzt kann ich einfach mal die Sachen, die ich hier nicht mehr brauche... baust du die dann bitte ab und nimmst die mit, Lukas? Jo. Wenn du fertig bist. So, und ich teste jetzt mal hier die Kupferaxt. Also viel schneller scheint die nicht zu sein. Muss man seine Spitzhacken updaten oder kann man die direkt craften? Nein. Okay. Was müsste ich denn jetzt machen, um die nächste zu bekommen? Das ist dann Eisen, glaube ich. Eisen. Man das? Bei dem Amboss. Iron. Nee. Nee, wenig. Was wird denn? Was kommt denn dann wohl nach Eisen? Silber? Genau, nach Eisen kommt Silber. Habe ich denn genug Silber dabei? Silber. Ah, hier, ich habe genug Silber. Hey. Silber, Silber, Silber. Silber, Silber, Silber. Fertig? Brauchst du noch Silber? Ich bin gerade dabei, mir welche zu schmelzen. Jetzt schon wieder. Mir. Ich sterbe gerade wegen irgendwas. Nee, ich sterbe. Ach so. Wegen was zu essen, ne? Tja, ich hab zu essen. Silberpickaxe. Erstellen. So, was ist das nächste Update? Platinum. Nein, Gold. In Minecraft ist Gold ja voll schlecht, ne? Mhm. Goldbarren. Oh. Ja, dafür habe ich nicht genug Pixels. Tja. Ach, Pixel kostet es auch. Ja, das kostet auch Pixel. Aber Goldbarren kann ich noch Nee, kann ich nicht. Ich gehe jetzt erstmal weiter gucken. Aber ich weiß jetzt nicht, was daran besser sein soll, ehrlich gesagt. Weil schneller sind die nicht irgendwie. Wachbarkeit vielleicht. Das kann sein. Doch, durch Teer geht's durch wie... Mal hier, wie durch Butter. Und hier haben wir... hier haben wir wieder Kupfer. Diese Axt, die ist auch geil. Oh, hier sind Ressourcen ohne Ende. Oh, das geht aber jetzt doch wirklich. Das geht schneller jetzt. Langsam merkt man's. Okay. Silber, Silber, Silber. Dann kann man vielleicht auch dann so Rüstungsteile auf upgraden, hä? Huh? Was baust du dir? Ich baue gerade noch Rüstung. Aus Kupfer. Kann irgendwie die restlichen 2 Diamantohren nicht schmelzen. Du brauchst immer X von irgendwas, um einen Barren zu schmelzen. Also zum Beispiel 2 Kupfer. Ach so. Ja. Alter, was ist das hier für ein... Doch, also ich kann bestätigen, die Silberpickaxe ist doch etwas schneller. Aber ich brauche wahrscheinlich jetzt immer Silber, um die zu reparieren, ne? Gut möglich. Wow. Und ich habe eine Truhe, eine Schatztruhe gefunden. Auch sowas gibt's. Dass ich mal eine Schatztruhe finde hier. Die sieht so unbewacht aus. Die nehmen wir mal mit. Boah. Bone Chest Blueprint. Geil.
können wir Bone Chests machen. Und natürlich nehmen wir die Schatztruhe auch mit. Was ist los, Lukas? Moment, ich zeig's dir gleich. Nee. Alter. Das ist aber jetzt schon ganz schön schlecht, oder? Ja, ganz toll, Lukas. Lukas, hast du eine Goldaxt jetzt, oder was? Ja. Hast du noch Gold übrig? Ja. Würdest du mir das zukommen lassen, im Tausch gegen Essen? Warte. Warte. Hoppla. So. Na toll. Toll. So, Moment. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Warte. Jetzt, ich hab's sofort. Das dauert schon mal was länger beim älteren Herrn. Okay. Derweil wackel ich mit dem Kopf. So. Thank you. You're welcome. Nicht please, oh, ne? Wie die im Deutschen meistens sagen. Ja. Was fehlt mir genau? Wir wollen ja Barren rausmachen. Das heißt, ich muss nochmal hier einmal rein und dann muss ich hier nochmal schmelzen. Und zwar, wo habe ich denn mein Gold? Oh, ich habe doch... Habe ich echt so wenig? Oder fehlt mir was anderes? Gold. Goldpickaxe. Mir fehlen Pixel, genau. Tja, schade. Mir fehlen Pixel. Pech gehabt. So, wo geht's weiter? Achso, dann müssen wir das abbauen da oben wieder, ne? Oder brauchst du es noch? Ich hab schon, nee, ich brauch's gar noch. Ich guck grad, ob ich mir noch irgendwie ein Schwert machen will, also. Mhm. Ich guck dann schon mal weiter, was hier ist. Ich brauch ein bisschen Geld. Oh, hier sind wieder ein paar Leichenteile. Hast du dir eine Waffe gemacht, eine neue? Ja. Was für eine? Ein Zweihänder-Schwert. Broadsword. Oder so. Okay. Ja, und ich brauche mehr Pixel. Also, Pixel jagen. Ich würde ja für den nächsten Quest da wieder Pixel kriegen, denke ich mal. Oh, ich verhungere gerade. Sehr gut. Wo sieht man eigentlich seine Quests? Bei dem gelben Ausrufezeichen. Links, rechts. So, ja, hier haben wir nochmal schön Gold und Kupfer und alles. Das nehmen wir natürlich auch mit. Und ich brauche Pixel. Also wenn ihr jetzt irgendwo Pixel seht, liebe Leute, da draußen an den Empfangsgeräten, dann wird er einmal laut schreien. Aber nicht den Monitor anschreien, das kann ich nicht haben. Das wisst ihr ja mittlerweile. Ja, der Spruch ist langsam oll, oder? Ja. Ich habe den Bildschirm angeschrien. Ja, pass auf, dass er nicht irgendwann zurückschreit. Mhm. Anton! Oh, Lukas, du bist ein Lacker. Ah! Entschuldigung. Doch. Voll ins Mikro reingeschrien. Richtig. Was machen wir jetzt eigentlich, wenn die ganzen Soundspuren nicht da sind? Außer, dass du mich töten wirst. Kannst du das nachsynchronisieren? Du kannst so gut Stimmen nachmachen, also kannst du meine auch nachmachen. Ja, mach ich Lukas Stimme auch nach. Du Arsch. Bitte? Nix. Wir hatten übrigens bei dem Megaprojekt ja auch jemanden, der geschrieben hat, mein Sohn hat eure Folgen geschaut und fragt mich jetzt, was Titten sind. Also, ja. Tippen ist, wenn man... ja, also auf der Tastatur zum Beispiel. Genau. Ja, ich habe mich nur versprochen. Das erinnert mich daran, wie Debo hatte, glaube ich, mal das My Little Pony oder so Adventure-Spiel gespielt. Da sterben dann zum Beispiel die Gegner, die legen sich nur schlafen und so halt, ne? Das ist total lustig. So, ja, hier können wir nochmal fleißig Ressourcen sammeln, aber Geld irgendwie nicht. Was ich ja jetzt eigentlich eher brauchen würde. Hey, das ist der Garder. Du musst auch die Pflanzen einsammeln. Das ist Essen. Ehrlich? Kann man die Knochen essen? Nein, nicht die Knochen, aber die Früchte, die dranhängen. Okay.
kann man vielleicht dann auch einen Apfelkuchen mitmachen, wenn ich mal endlich mit meiner Farm fertig wäre. Aber wir sind ja seit 35 Millionen Folgen sind wir ja nur in diesen Höhlen hier drin, weil der Lukas ja nicht raus möchte. Und ich übrigens auch nicht, weil ich habe keine Lust wieder zurück zu latschen, also wieder hierhin zu latschen vielmehr. Wenn ihr wisst, wie ich meine. So, ja, wie viele Folgen machen wir nochmal eben auf die Uhr gucken? Ich würde sagen, die letzte ist das, oder? Oder noch eine? Eine hängen wir noch dran. Von mir aus können wir noch 10 Folgen. Nee. Nicht. Ich muss noch was essen und ich muss noch für morgen ein bisschen vorbereiten. Mal vorbraten für die Woche. Vorbraten, genau. Das sagt Mama halt Schnucke dann auch immer. Ich muss noch Fleisch anbraten. Wow! Ah, Ich spalte seinen Schädel. Die Axt rammte sich. Ich hab jetzt übrigens einen Eisenbogen. Ja, ich hab irgendwie noch gar... Mir fehlen halt Pixel. Hätte ich mal besser nicht immer den Lukas looten lassen, sondern selber ein bisschen was genommen. Tja. Kommt davon. Hier geht's ja nochmal, Alter, hier geht's noch weiter. Alter, was ist hier denn los? Und hier auch noch so ein Viech hier in dem Wasser drin. Das macht aber ganz schön Action hier. Ich muss mal was essen. Bandage anlegen, meine ich. Ich muss mal neue Bandagen craften. Ich habe, glaube ich, gar nichts mehr zum Bandagen craften. Ja, wir könnten jetzt tagelang hier rumlaufen, Lukas. Ich weiß aber nicht, ob das so, Wieso kann ich keine Bandage mehr craften? Kannst ja heim, wenn du willst. Nee, will ich nicht. Eben. Was ist denn da? Hast du denn da dir gefangen? Gut, dieser Teer ist ganz schön rutschig. Na komm! Gold. Also, etwas schneller geht die Hacke schon. Hattest du eigentlich so Amboss und Co. da oben mitgenommen? Weil die sind ganz schön teuer gewesen zum Herstellen, mein lieber Freund. Lukas? Ja? Hattest du den Amboss mitgenommen? Ja, habe ich mitgenommen. Entschuldigung. Gut. Wenn ich zu leise spreche, dann springt die Mumble-Sprachaktivierung nicht an. Ja, ich bin hier. Pfeil und Bogen funktioniert nicht mehr. Warum nicht? Ach so, weil ich ihn vielleicht auswählen sollte. Ja, das ist, also was man benutzen möchte, das sollte man auswählen in so einem Computerspiel, Lukas. Das ist im Idealfall nicht schlecht. So, oh, hier ist noch mehr. Jetzt kommen wir hier wieder oben, wahrscheinlich wieder hier irgendwo hin, wo wir... Ja, ja, das sieht schon bald so aus wieder. Testen wir mal. Ich will ja sowieso hier hoch irgendwie. Hunger habe ich auch schon wieder. Ich würde ja gerne nach Hause und dann mal... Naja. Kohle haben wir jedenfalls genug. Gravil, so. Gravil! So. Ob es hier dann wohl weitergeht, das testen wir jetzt mal, oder? Was wir machen? Lämpchen, habe ich auch gleich keine mehr. Sollen wir neue machen? Oh. Ach, guck mal hier, ein Kupferparadies. Hä? Aber dieser Gravel ist ganz schön widerstandsfähig. Also, dass man da noch keine Schaufel hat, das muss mich doch sehr wundern. Wenn man irgendwo wie viel Material anbraucht, um irgendwas zu graben. Ja, musst du einfach das Rezept einmal anklicken und dann wird es dir, wenn du mit dem Mouse over gehst, drüber angezeigt. Ja. Wohl doch noch nichts mit der Diamantspitzhacke. Das wäre auch zu immer, wenn du die schon hättest und ich nicht. Dann käme ich mir so voll so minderwertig vor. Nee, ich meinte, weil ich davor noch Platinum brauche. Oh ja, natürlich. Ja, da habe ich schon ein paar.
Mir hätte ja erstmal Kupfer abgebaut, weil ich möchte mir noch ein paar Kupfer-Rüstungsteile bauen. Weil irgendwie fühle ich mich damit sicherer. Ja, und ob ich dann diesen Kupfer zu Ende abgebaut bekomme oder vorher wahnsinnig werde, das seht ihr im nächsten Teil. Ich hoffe, ihr lasst ganz viele Kommentare und Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.